Moin, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Und heute ein ganz, ganz spontanes, kurzes Video, denn Justin hat gerade in seinem Instagram-Livestream seine neue Uhr preisgegeben, seine neue Uhr, wo wir uns bestimmt alle schon denken können, welche Uhr das ist. Diesen Livestream habe ich aufgenommen, aber mir noch nicht angeguckt. Das heißt, ich habe den Livestream einfach aufgenommen, mein Handy irgendwo hingelegt und habe den Livestream nicht geguckt. Ich weiß natürlich, welche Uhr es ist, aber ich habe den Livestream wirklich noch nicht gesehen. Und den Ganzen werden wir uns jetzt einmal zusammen angucken. Mal schauen, welche Uhr sich Justin gezogen hat. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, beziehungsweise ich bin gespannt, wie er es preisgibt und welche Uhr es denn doch genau sein wird. Und ja, ich würde sagen, wir checken den ganzen Livestream jetzt mal ab. Abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da und let's go mit dem Insta-Livestream. So, ich stecke mir jetzt einmal die AirPods in die Ohren, packe das Handy aus. Ich hoffe, ich bin jetzt ein bisschen weiter nach hier. Ich hoffe, so passt, dass man das hier alles gut erkennen kann. Und ich würde sagen, wir starten noch direkt mit dem Livestream. 3, 2, 1, let's go. So, wir sind, ich sehe das hier gar nicht, oder? Ah, doch, oben. Krass. Vorab, ich habe vorher so Kiel gecallt, ja, der wird safe so um die 20.000 Zuschauer haben. Kiel meinte ein bisschen weniger, weil Justin streamt halt wirklich nie. Ich bin mal gespannt, wie viel da so reinkommen. Ey, einfach 3.000 Leute, das ist crazy. Vielleicht kann man kurz so ein bisschen vorspulen oder zeigt ihr die direkt? Ich mal so heute meine neue Uhr und ja, ich wollte dazu kein extra Video machen. Deswegen, also falls das hier irgendwer auf YouTube... Kein extra Video, dann ist ja perfekt, dass ich die Reaction mitnehme. Danke. Dann möchte, feel free, es sei euch gestattet. Mach ich. Und ja, ich habe mir einen ganz kranken Traum verwirklicht. Ich war ja, eben bei Marc und habe die Final abgeholt, weil der musste noch was... Ach, das heißt, die ist noch gar nicht fertig, weil Justin hatte nämlich, ich glaube... zu Neujahr oder an seinem Geburtstag, irgendwie sowas, hat er ein Bild gepostet, wo Marc so ein Patek-Karton, nicht Karton, so ein Patek, doch Kartonkasten in der Hand hält mit ja, einer Patek drin. Ich dachte, die wäre schon fertig, aber dann ist sie anscheinend noch nicht fertig. Wir können es dran machen und ja, es sind einfach 15, über 15.000 Leute. Das ist sehr, sehr krass. Danke für den Snap. Ich würde vorschlagen, ich hole mal kurz die Box und dann ja, machen wir das okay, Ganze okay. Zusammen auf. Los geht's. Ich bin hyped, also ich gehe mal davon aus, ich werde das belegen, es wird eine Iced Out Patek sein, eine unfassbar kranke Uhr, eine Nautilus, ich bin mal gespannt, welche es genau sein wird, eine sehr, sehr kranke Uhr, ich hoffe mal, die ist dies, aber sollte eigentlich, weil welche Patek, ich denke mal nicht, dass Justin sich jetzt eine Patek mit Lederarm hat oder so geholt hat, ja, ich bin gespannt. Ich checke aber nicht, warum der kein Video dazu macht, weil es doch eigentlich voll das geile Thema, so ein geiles Uhrvideo, macht gut Klicks, ist eine coole Uhr, warum macht der kein Video dazu? Was ganz Besonderes hier heute auf jeden Fall, und zwar seht ihr schon an der Box, es ist eine Patek Philippe. Ja, Mann. Sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass. Geile, ich freue mich. Schöne Patek Box, unfassbar schön. Unfassbar. Nur kurz einen Schluck trinken, stay hydrated, Leute. Ja, auf Unge angelehnt, safe. Ich bin eigentlich nie live, deswegen heute Bro, mal... Bro, zeig mir bitte die Uhr, ich spule ein bisschen vor. Ah ja, ah ja. Wir ziehen den Deckel ab. Da kommt uns hier schon so eine ja, Samtverpackung entgegen von Patek Philippe. Ey, wir sind 20.000 Leute, ist das normal? Ich glaube normalerweise in meiner Größe haben... Bruder, ich will die Uhr sehen, ich will die Uhr sehen. Das ist jetzt auf zu labern. Die Leute weniger Livestream-Zuschauer, oder? Vielleicht ist es auch, weil ich so selten livestreame. Okay, wir nehmen auf jeden Fall mal diese Samtbox hier raus. Einer kommentiert, die Umgebung. Hoffentlich Baguettes. Ne? Bin ich mein Jung, bin ich mal gespannt. Ist okay hier, in meinem tollen Schlafzimmer. Ja. Genau, einer schreibt schon in den Chat, Sonnenbrille anziehen. Ich kann es euch eventuell empfehlen, ich will nicht spoilern, aber haltet die parat. Boah, geil. Der Übergangsboss, ja safe. Ich war heute wieder beim... Ja, ich leider nicht. Ich muss jetzt auch langsam mal wieder Übergang schneiden. Ach, ganz, ganz schlimmes Ding. So, tatsächlich, mein Barber. Mehr Livestream-Zuschauer als Karl Aufrufe hat. No front! Gleichzeitig okay. Gesagt. Leute, ja, ich muss selber komm, ganz kurz... mach auf, Bruder, mach auf. Komm. Kennt ihr das, wenn in so Comics Leute so eine Schatztruhe aufmachen und dann strahlt den so entgegen? Das ist... Immer in Fortnite. Hier gerade so nur der Effekt kommt auf Instagram Livestream gerade nicht so rüber. Okay, also wir haben hier die Patek-Box und wir machen sie jetzt zusammen auf. Okay, vor 24.000 Zuschauern. Oh mein Gott, oh. Oh. Zu nice, oder? Oh, ich muss ganz kurz mal zurück. Oh, guckt euch das einmal an. Komplett voll besetzt. Lünette schön. Oh. Ganz, zu nice, ganz, oder? Ganz, ganz wildes Ding. Sieht man das auf Livestream? Ich hole das mal ganz kurz raus.
Also ich habe es jetzt persönlich nicht gesehen. Mach mal raus, das Ding. Ganz, Momo. Ganz wildes Teil. Boah. Habt ihr gerade gehört, wie laut diese Box war? Warte ich mal ganz kurz zurück. Wie laut diese Box ist, hört mal. Teil. Okay. So, ja, wir haben hier eine Verzeck, Philipp. Halt mal die Nautilus. Oh, warte, ich muss einmal. Boah, wild. Ich glaube, das ist echt so. Lol, Voice Crack. Ich glaube, das ist wirklich so die Endstufe, was an Iced Out. Klar, Factory Iced Out ist immer noch ein bisschen krasser, aber ich glaube, das ist wirklich so die Endstufe an Sachen, die man besetzen kann. Klar, du kannst auch eine Richard Mille besetzen, aber ich finde, eine Richard Mille sieht besetzt nicht so nice aus. Aber so eine Nautilus voll besetzt ist schon. Also ist eine Hausnummer auf jeden Fall, ist eine Ansage. Mal gucken, mal weiter. Iced Out. Kelly schreibt, sie geht's blendend. Ja, Bro, wirklich. Sehr, sehr blendend. Also das ist wirklich krass, Alter. Einige Blessings. Ja, Jason. Ihr müsst euch geben, jetzt hat er einfach eine Richard Mille und eine voll besetzte Patek. Also geisteskrank. Allein auch wirklich komplett von meinem ganzen Herzen gegönnt. Der Hustle zahlt sich aus. Ich gönn's eigentlich niemanden in der Branche. Ich gönn's eigentlich wirklich niemanden in der Branche mehr, weil ich muss wirklich sagen, er hat sich das komplett krank aufgebaut, krank gehustelt. Es ist auch gar nicht lutscht oder so. Das ist Real Talk so. Ich find's echt geisteskrank und sei ihm auch komplett gegönnt. Mashallah. Schickt schon Augen, also diesen blaue Auge-Emoji in den Chat. Tatsächlich, Leute. Ich habe wirklich ein bisschen Angst vor Augen in letzter Zeit, weil fast was. Sascha schreibt in den Livestream, sehe nix. Schief gegangen wäre, deswegen immer dabei. Ein Auge dabei. Weird Flex auf jeden Fall. Ist das nicht dieses türkische Auge? Für das die ganzen Türken irgendwie haben? Kranke Uhr, Glückwunsch, Pietro Lombardi. Aber ja, so, die tun wir mal zur Seite. Und das hier ist irgendwie nice, sieht die aus. Sieht so weiß aus. Ist die Rosé? Die sah gerade so leicht Rosé aus. Ne, aber ist nicht. Pietro Lombardi, kranke Uhr, Glückwunsch. Danke dir, Bruder. Boah. Alter. Boah, passt wie angegossen, das ist auch ein nicer Zufall. Ganz, ganz wildes Ding. Ey Leute, ich bin so unfassbar glücklich mit der Uhr. Also Real Talk, also ich muss sagen, meine wirkliche Traumuhr wäre so eine AP Royal Oak Skeleton. Boah, wunderschön, aber so eine, auch so eine plane Nautilus finde ich unfassbar schön, also nicht besetzt, aber die, also geisteskrank. Ich weiß gar nicht, wie viel kosten die, 60, 70, ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie die besetzt kosten, aber ich würde mal sagen so 60, 70, 80, irgendwie so. Gar nichts, ja. Ja, bitte ganz viele Augen-Emojis in den Chat. Ey, vor allem, das macht dieses übelst nice Geräusch. Ich weiß nicht, hört man das? Hört man das? Hört ihr das? LOL! Weißt du, wie man das hört? Wie geil! Also, wenn das, der Sound hört, ist ja übelst, warte mal. Emojis in den Chat. Ey, vor allem, das macht dieses übelst nice Geräusch. Jetzt. Ich weiß nicht, hört man das? Hört ihr das? Übelst geil! Weißt du, wie so ein, wie so ein Auto, was man so ausbinden kann. Also, egal, auf jeden Fall, das ist halt dieses Patek-Aufziehgeräusch. Geil, Alter, das wusste ich gar nicht, dass das gibt. Das wusste ich gar nicht. Es ist eine ganz normale, also es ist jetzt, hat jetzt keine Kreise drauf, keine 7, 5. Okay, eine ganz normale Nautilus. Aber finde ich auch die schönste. Ich finde die anderen, finde ich so ein bisschen überfüllt. Ich finde die eigentlich auch am schönsten, also einfach so clean. 12, keine 59, 80, ganz normale Nautilus, 57, 11. Sehr, sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass. Ich bin, ich bin schon erkältet. Sagt er noch irgendwas? War schon relativ langweilig und... Ja, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Mein Fazit auf jeden Fall, unfassbar geistkranke Uhr. Mir war eh schon klar, dass Justin sich die Iced Out Patek holt, weil er hat in jedem Video immer gesagt, boah, Iced Out Patek, schönste, schönste, schönste. Und er wünscht sich ein bisschen mehr Eis. Und ich kann mir auch an Justin das Eis viel mehr vorstellen als die Richard Mille, weil er hat halt die ganzen Iced Out Ketten, die ganzen Iced Out Ringe. Da passt halt diese Iced Out Patek besser als diese Richard Mille, wobei die Richard Mille natürlich auch geisteskrank ist. Aber wie eben schon gesagt, sei ihm komplett gegönnt. Wie gesagt, der Hustle zahlt sich aus. Unfassbar krass. Ich hoffe, er hat viel Spaß mit der Uhr, wird lange was davon haben. Wertbeständig wird die ja, glaube ich, denke ich mal nicht sein. Aber ich glaube, da sollte er sich auch keine Sorgen machen um den Wert. Ja, Freunde, das war's mit dem Video gewesen. Ich hoffe, die Reaction hat euch gefallen. Wenn es so war, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar, was ihr von der Uhr haltet. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr die Uhr findet. Und ja, Freunde, haut rein, abonniert den Kanal. Wir sehen uns.